ist eine gewaltige Macht, das Gleichgewicht des gesamten Raums gestört hat. So gewaltig und mächtig bin ich jetzt auch nicht, nur weil ich hier erschienen bin, dass hier gleich die ganze Welt aus den Fugen gerät. Oder? Ich hoffe, es ist nicht das, was ich am meisten fürchte. Puh. Ja, das kann jetzt eine Menge sein, ne? Also, ich weiß ja nicht, dass das Nutella-Glas mal geht oder der Kaffee zu Neige. Es gibt so viele Befürchtungen, ne? Aber ich weiß ja nicht, was sie am meisten jetzt befürchtet. Vielleicht sollten wir ein paar Pflänzchen an, ne? Pflanzen, so Kakao, Kaffee, sonst was, damit uns ja nicht ausgeht. Bisschen Brot backen und so. Ah, warum wurdest du hierher verbannt? Ja, wie juckt's? Ich bin ja auch einfach gehen wieder, ne? Kein Kaffee. You're a curious newcomer, aren't you? Du bist ein neugieriger Neuling, nicht wahr? Ja, habe ich neulich mal gehört, aber ich habe es leider vergessen. Was sagtest du nochmal gleich? To put it simply, the Great Dragon Queen prefers each creature to exist in their rightful place. Humans living in the material plane ought to fix their sights on the land beneath their feet and not pry into other realms. Langer Text, ne? Also, jetzt habe ich den auch nochmal lesen. Einfach gesagt, die große Drachenkönigin, du weißt schon, hast ja schon mal von gehört, zieht es vor, dass jede Kreatur an ihrem rechtmäßigen Platz existiert. Okay. Menschen, die auf der materiellen Ebene leben, sollten ihren Blick auf das Land unter ihren Füßen richten und nicht in andere Reiche. Entschuldigung, wenn ich den ganzen Tag nach unten gucke, auf mein Land und renne rum, dann sehe ich ja nicht, wann die Grenze kommt. Und ich zufällig meinen Blick auf andere Länder richte. Den ganzen Tag nach unten kick. Also versuch mal so zu laufen. Ja, also erzähl mal dieser komischen Drachenkönigin da mal. Der kann man mal gerade ausgucken. Nicht nur die ganze Zeit auf sein Land. Also, hallo? Dann weiß ich auch, wohin laufe. Ist ja kein Wunder, dass hier alles Chaos ist. Vordringen. Da fehlt noch ein Wort. Vordringen. Kann ich mal zurückspulen, dass ich den Satz lesen kann? Nein? Gut. During my youth, my curiosity clouded my judgment, and I endeavored to discover knowledge beyond the plane. Meine Frage. My actions were obviously too impertinent for the Dragon Queen to ignore. Was wäre, wenn ich rückwärts laufe? Dann würde ich ja nicht vordringen, dann würde ich ja rückdringen, oder? Oder wie war das? Dann kann sie es mir ja nicht vorwerfen, dass ich vordringen würde. Dann würde ich ja rückdringen. Oder wie man auch immer das nennen mag. In meiner Jugend trübte meine Neugier mein Urteilsvermögen. Und ich bemühte mich, Wissen jenseits der Ebene zu erlangen. Aber meine Handlungen waren offensichtlich zu unverschämt, als dass die Drachenkönigin sie ignorieren könnte. That's how I ended up here. Bitte was? Die Drachenkönigin hat gesprochen. Oh Gott. Und so bin ich hier gelandet. Na toll. Es muss aber jetzt schon länger her gewesen sein, oder? Ich meine, als sie jung war. Ich meine, jetzt ist sie eine reife, erwachsene Frau. Also es muss schon länger her gewesen sein. Über mich. Ja, jetzt sehen wir was über mich, ne?
Oh, right. It's about time we talked about this. Tell me, what happened to you? Oh, stimmt, es ist Zeit, darüber zu reden. Sag, was ist dir passiert? Ich hab Gedächtnisverschwund. Wie oft denn noch? Achso, weißt du ja noch gar nicht, ne? Hab ich's dir schon erzählt? Hab ich's wieder vergessen? Ich weiß es nicht. Achso, darum ist es nicht da. Ich wurde von den Unruhigen als Opfer gefangen genommen. Wurde ich das? Also, Nutella sagt mir das gerade, glaube ich. Ich hab's ja vergessen. You and Notira tell Exandra the full story about the sacrificial ritual. Du und Nutera, Nutella wollte ich gerade schon mir sagen, erzählt Hexandra die ganze Geschichte über das Opferritual. Was weißt du nicht? Na gut, aber Nutella weiß ja was über Opfer und so. So, what you're saying is, you were used as a sacrifice to complete the ritual, yet somehow survived? Was du also sagst, ist... Punkt, Punkt, Punkt. Du wurdest zur Vollendung des Rituals als Opfer verwendet. Na, Happy Birthday! Oder was? Hast es jedoch irgendwie überlebt. Ja, sag ich doch, Happy Birthday! Yippee, yo, yo! Hab's überlebt! Survival! Ja. Wie? Wie ist das möglich? Ich habe zu viel Nutella gegessen. Ich weiß es nicht. Ich würde auch gern wissen, was los ist. Ja, ich nicht. Mal ehrlich, also ist mir doch wurscht. Ist that your soul looks terribly damaged, like it was. Die hat nur meine halbe Seele. Ein Gedächtnis, ne? Wisst ihr ja. Like this much longer. Aber was ganz klar ist, deine Seele sieht furchtbar, schrecklich, beschädigt aus. Wieso hat sie Dellen? Als wäre sie lebendig aus dir herausgerissen worden. Einmal durchgeschüttelt, durch den Mixer gejagt, ne? Mit Perwoll gewaschen und den ab durch den Trockner. Du kannst ihn ja weiter lange so weitermachen. Warum nicht? Warum? Ich stehe hier als gut, als chicky, also ich weiß ja nicht, was du hast. Mir jetzt tut die Frutti. And if what you say is true, it really couldn't be any worse. Not only you, but the entire Chaos Universum may be facing annihilation. Und wenn's stimmt, was du sagst, könnte es wirklich nicht schlimmer sein. Sonst auch irgendwelche Hiobsbotschaften oder so. Hallo. Mir geht's gut. Vitalwerte sind in Ordnung. Nutella ist auch da. Jetzt mache ich nicht kränker, als ich aussehe. Bin. Nicht nur du, sondern das gesamte Chaos-Universum steht möglicherweise vor der Vernichtung. Oh nein! Ja, gut. Also doch nicht campen und so, ja? Und schön machen hier. Schade. Na gut, dann gehen wir ins nächste Universum. The entire Chaos Universum just felt that tremor. And coupled with the words the Unstill speak. Ich hätte nicht scrollen sollen. Ich hätte nicht scrollen sollen. Die haben das alle gespürt. Hast du dir... Da steht's. Das gesamte Chaos-Universum hat diese Erschütterung gespürt, dass ich so doll gescrollt hab. Mhm.
Und gemeinsam mit den Worten, die die Unruhigen sprechen. Oder murmeln oder irgend so ein Kommando machen. Keine Ahnung. Ja, das ist schon... Uiuiuiuiui. The child of chaos and the unstill. The vengeance is at hand.